Es gibt ziemlich geile Neuigkeiten zum Thema Godzilla Kong. Und zwar wirklich offizielle Neuigkeiten, die ihr euch quasi jetzt so im Terminkalender eintragen könnt, beziehungsweise eben irgendwo aufschreiben könnt. Ja, das, was ich euch jetzt erzähle, ist wirklich ein Stein gemeißelt. Und wir quatschen einfach mal drüber. Zum einen geht es hierbei um die Thematik Godzilla Kong Trailer 2, wann er denn jetzt wirklich rauskommt, was bisher bekannt ist, was in Trailer 2 gezeigt wird. Und vor allem wurde jetzt auch offiziell die Laufzeit vom Godzilla Kong Film bekannt gegeben. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sprechen da mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir beginnen da am besten mal mit dem Thema Laufzeit des Films, denn da müsst ihr wahrscheinlich eher mal ein bisschen schlucken oder euch erstmal Gedanken darüber machen, ob ihr das cool oder eher nicht so cool findet. Wir haben das Thema nämlich schon mal angesprochen gehabt, das Thema Laufzeit eines Films. Das Thema hatten wir live auf Twitch bereits besprochen gehabt, dass ich ja jemand bin, ich mag Filme, die wirklich sehr lang gehen. Ich mag Filme wie Zack Snyder's Justice League, ein Film, der sich auch wirklich Zeit dafür nimmt, eine Geschichte zu erzählen. Ich bin kein Fan davon, wenn von vornherein gesagt wird, naja, der Film darf jetzt aber irgendwie nur eine Stunde 30 lang gehen und da muss man dann irgendwie das Drehbuch und auch den gesamten Film dann eben daraufhin trimmen, dass der Film auch wirklich genau diese Länge hat. Ich finde das immer sehr bescheuert und meistens auch sehr nachteilig für Filme. Ich meine, um einfach mal im DCU zu bleiben, der Film Batman wie Superman, die Kinoversion ist totaler Murks, während die Extended-Variante, also der Film, wie er eigentlich wirklich gedacht war, wesentlich besser funktioniert. Und ja, warum erzähle ich das Ganze jetzt eben hier? Der Film Godzilla Kong wird der zweitkürzeste Film der Monsterverse-Reihe bisher werden. Ich weiß, einige von euch sagen auch, ey, ist doch ganz cool, ich muss das eben nicht langgezogen bekommen. Ein paar sagen auch, ich will eh nur stumpfe Monsterkloppe sehen, ist alles vollkommen in Ordnung. Ich habe mir allerdings hier mal ganz kurz eine Liste rausgesucht, um mal mit euch sämtliche Filme zu besprechen, damit ihr euch ungefähr ein Bild machen könnt, was das denn jetzt bedeutet mit die zweitkürzeste Laufzeit des Monsterverse. Wir haben zum einen Godzilla aus dem Jahr 2014, der ganze 2 Stunden und 3 Minuten gedauert hat. Das ist auch eine sehr sportliche Zeit, die ich nicht zu lange gefunden habe. Das war irgendwie in Ordnung gewesen. Dann haben wir noch Kong Skull Island, der 1 Stunde und 48 Minuten Laufzeit verzeichnet. Godzilla 2 King of the Monsters ist der längste Film der gesamten Reihe mit 2 Stunden und 12 Minuten. Und Godzilla vs. Kong, also der aktuellste Ableger der gesamten Nummer, hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 53 Minuten. Godzilla Kong ist genau 1 Minute länger als Godzilla vs. Kong. Denn Godzilla Kong verzeichnet laut einer Quelle, die ebenfalls auch den Trailer vorhergesagt hat, deswegen eine relativ vertrauenswürdige Quelle, dass der Film Godzilla Kong eine Runtime, also eine Laufzeit ohne Endcredits, von 1 Stunde und 54 Minuten und 31 Sekunden verzeichnen soll. Darüber können wir nochmal ganz kurz reden. Es ist eine relativ kurze Laufzeit für das gesamte Monsterverse. Ja, und das könnte jetzt tatsächlich noch einmal eine Aussage des Regisseurs Adam Wingard unterstreichen, die er vor einiger Zeit mal von sich gegeben hat, dass der neue Godzilla-Kong-Film die menschlichen Figuren doch dann eher sehr weit ausschließen möchte. Aufgrund dessen, dass eben sehr viel Kritik auch an den menschlichen Figuren gewesen ist. Und ich dachte mir, dass aber gerade die hier eine größere Rolle spielen könnten, da wir auch im Trailer sehen, dass irgendwie im Hohlerdenbereich da so eine eigene Zivilisation lebt und die da anscheinend irgendwas erwecken möchten oder ähnliches. Das könnte dann wohl oder übel auch eher einen kleineren Part im gesamten Film einnehmen. Ebenfalls wissen wir jetzt ja auch, dass der Arbeitstitel Origins ebenfalls auf den Film bezogen ist. Und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt. Da ging es im Endeffekt einfach darum, dass wir jetzt ebenfalls wissen, dass der damalige Arbeitstitel Origins darauf bezogen gewesen ist, dass der Film scheinbar im zweiten Drittel eine große Rückblicksequenz mit einbauen möchte. Das heißt, die wird ebenfalls ein Drittel des Films einnehmen, laut diesem Gerücht. Wie gesagt, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Aber wenn das eben so sein sollte, dann werden die menschlichen Figuren wahrscheinlich hier eher weniger Story bekommen. Die einen freut's, die anderen sagen, dann habe ich aber nur Monster. Müssen wir eben mal abwarten, was dann da am Ende bei rauskommt. Des Weiteren gibt es neue Infos zum Trailer und ich habe ja damals in einem Video gesagt, dass der zweite Trailer zu Godzilla Kong während des Super Bowls erscheinen soll oder eben auch erscheinen wird. Und das waren auch damals so die aktuellsten Prognosen, die eben darauf hingedeutet haben. Jetzt wissen wir allerdings, nein, der Trailer wird vor dem Super Bowl erscheinen. Der Super Bowl findet am 11. Februar statt, das heißt, der Trailer wird jetzt irgendwann diese Woche wahrscheinlich noch gedroppt werden.
eben vor Sonntag. Und laut diesen Gerüchten, laut dieser Quelle, soll sich dieser Trailer wesentlich mehr mit Scar King befassen. Der soll wohl ein bisschen mehr beleuchtet werden, die Motivation soll eher dargelegt werden und naja, der Trailer soll auf jeden Fall, das kann man immer sagen, soll aber auf jeden Fall um einiges besser werden als der Trailer, den wir eben jetzt gesehen haben und uns eben auch mehr über die Geschichte erzählen. Das heißt, möglicherweise können wir bei Release des neuen Trailers dann ebenfalls einige Theorien über Bord werfen. Warum kommt der Trailer jetzt aber eigentlich kurz vorm Super Bowl raus und nicht erst währenddessen? Da mag man meinen, das ist eigentlich eine ziemlich blöde Marketing-Idee, weil beim Super Bowl gucken ja wirklich unzählige Leute mit zu und genau da musst du doch eigentlich Werbung schalten. Das Ding ist nur, dass beim Super Bowl ein Werbespot von 30 Sekunden ganze 7 Millionen Dollar kostet. Und ja, vielleicht wissen es einige von euch noch nicht, die Monsterverse-Filme waren jetzt nicht wirklich exorbitant erfolgreich. Tatsächlich ist ein Film, wenn der ungefähr 30 Millionen mehr einnimmt, als er gekostet hat, immer noch offiziell ein Flop. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass man eben auch noch zweistellige Millionenbereiche zum Teil für Marketing ausgibt, die eben nochmal mit einberechnet werden müssen. Aus diesem Grund hat sich Warner dazu entschieden, eben keinen Trailer beim Super Bowl laufen zu lassen, da der möglicherweise über 30 Sekunden lang gehen wird. Oder eher logischerweise. Ich meine, wenn der Trailer einfach nur eine Minute lang gehen würde, müssten die hier ganze 14 Millionen Euro in die Hand nehmen, nur damit der Trailer beim Super Bowl laufen wird. Deswegen sagt die Quelle ganz klar, der Trailer wird vor dem Super Bowl erscheinen und am Super Bowl selber werden wir dann eben noch einen kleinen TV-Spot bekommen, der aber auch nur dann darauf hinweisen soll, dass der zweite Trailer jetzt eben bei YouTube veröffentlicht ist und man sich den eben anschauen kann. Die Theorie liegt also hierbei auch nahe, dass der Trailer 2 am 10. Februar erscheint und dann eben am Super Bowl der Hinweis erscheint, ey, der Trailer ist übrigens online gekommen, den könnt ihr euch jetzt anschauen. Möglich wäre allerdings auch, dass man während dem Super Bowl einfach nur einen TV-Spot zeigt, der uns darauf hinweist, dass jetzt am 11. auch erst der Trailer online gekommen ist, der aber dann eben unabhängig vom Super Bowl auf YouTube gedroppt wird. Wie dem auch sei, der Super Bowl Event wird auf jeden Fall nicht das große Godzilla Kong Trailer Event werden. Der Trailer wird aber auf jeden Fall diese Woche noch auf YouTube zu sehen sein, spätestens dann eben am 11. Des Weiteren hat der Kanal KDM, also Kingdom of Monsters oder einfach Königreich der Monster, auch eine sehr vertrauenswürdige Quelle, was das Thema Godzilla angeht, gepostet. Warner has screened some scenes from GXK, also Godzilla Kong, and it looks fucking good. Da habt ihr mich drauf hingewiesen, ey, dass jetzt ein paar von euch doch wieder mehr Bock haben, weil die Quelle tatsächlich auch sehr viel Ahnung hat, was das Thema Godzilla angeht und da werde ich vielleicht auch nochmal ein Video zu dem Kanal machen, das ist wirklich sehr interessant. Allerdings, ich will euch hier gar nicht die Vorfreude nehmen, ich habe auch eine tierische Vorfreude auf den kommenden Godzilla Kong Film. Allerdings ist KDM dann auch jemand, der dann schon eher alles verteidigt oder genial und geil findet, was aus dem Godzilla Universum kommt, unter anderem auch Godzilla vs. Kong. Und das ist ja ein Film, wo ich selber sagen muss, ah, nee, je öfter ich den sehe, umso schlechter wird er. Deswegen will ich da einfach nur ganz klar sagen, das ist jetzt hier keine Bestätigung dafür, dass der Film genial wird. Also, das ist immer eine subjektive Meinung. Da müssen wir eben noch drauf warten, bis wir den Film dann eben selber sehen können. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hast du Bock auf den zweiten Trailer? Hast du Bock auf die zahlreichen Videos, die dann eben wieder auf diesem Kanal hier erscheinen? Leute werden wieder ausrasten und mir schreiben, ah, du musst jetzt aber nicht jedes Haar von Scar King analysieren. Doch, genau das wird passieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.